In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken haben heute gleich zwei Unionsbundestagsabgeordnete ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Der CDU-Politiker Löbel sowie der bisherige Fraktionsvize Nüßlein von der CSU. Beide wollen ihr Parlamentsmandat aber bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. Dies stößt bei führenden Unionspolitikern auf Kritik. Fraktionschef Brinkhaus forderte Löbel und Nüßlein auf, den Bundestag sofort zu verlassen. Die Opposition verlangte Aufklärung über die Fälle. Die FDP brachte einen Untersuchungsausschuss ins Spiel. Nicolas Löbel, er erklärt als erster, dass er wegen seiner Geschäfte mit medizinischen Masken aus der Unionsfraktion austritt. Am Abend zieht der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein nach. Doch Unionsfraktionschef Brinkhaus macht im ARD-Bericht aus Berlin unmissverständlich klar. Ich fordere das, dass Sie beide Ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie Sie damit umgehen. Es wäre besser für den Parlamentarismus, wenn Sie das Bundestagsmandat aufgeben. Man untersuche außerdem bereits, ob es in der Fraktion weitere Verfehlungen gäbe. Die Opposition verlangt öffentliche Aufklärung. Das sind keine Einzelfälle. Das Ganze hat System. Und deshalb ist es an der CDU und der CSU, hier aufzuklären und aufzuräumen. Zur parlamentarischen Aufarbeitung fordere ich einen Untersuchungsausschuss, um vollständige Transparenz und lückenlose Aufklärung herzustellen. Es reiche jedoch nicht, nur die aktuellen Fälle aufzuklären, findet die Organisation Lobby Control. Das reicht natürlich nicht. Die Union ist jetzt gefragt, auch für schärfere Regeln für Abgeordnete zu sorgen und für mehr Transparenzpflichten. Da hat die Union jahrelang blockiert und es ist jetzt dringend geboten, diesen Widerstand zu beenden. Derweil leiden die CDU-Wahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter den Vorfällen in Berlin. In Umfragen sinkt die Zustimmung zur CDU deutlich. Eine Woche vor den Landtagswahlen sei der Maskenskandal eine Belastung, räumt der CDU-Vorsitzende ein. Es ist nicht hilfreich für die Wahlkämpfer, was da im Moment passiert. Aber Politik als Ganzes muss Vertrauen haben in solchen Zeiten, wo man den Menschen so viel zumutet. Darf nicht ein einziger auch nur einen Cent an dieser Krise verdienen. Das ist die überwältigende Botschaft, die davon ausgeht, auch über den Wahltag hinaus. Der Skandal um die Vermittlung von Masken gegen Provision erzürnt die vielen integeren Abgeordneten zu Recht. Auch in der Bevölkerung schwindet Vertrauen in die Politik. Das könnte der Union nicht nur bei den Landtagswahlen massiv schaden.